Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Livestream auf Half-Life heute. Und zwar, es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber FC Bayern will jetzt nicht unser Gegner versus Chat entscheidet, also sprich, ihr entscheidet, gegen wen ich heute spielen werde. Ja, das ist relativ besonders und heute. Genau eben besonders deshalb und ja, genau aus diesen Grund. Das fühle ich heute auch so spät. Ich hatte heute nicht so viel Zeit. Und genau deshalb bin ich eben heute am Start wieder, um hier das Spiel zu spielen, aber wenn jetzt hier in der ersten Runde eben noch jemand reinkommt in den Chat. Ich habe es noch nicht so ganz genau gesehen, ob jetzt hier in den Chat jemand was reingeschrieben hat. Ah geil, danke für den Like und schreibt mal rein, gegen wen ich spielen soll. Bitte schreibt mal rein. Ira an dich, wenn du machst. Bitte schreib rein. Okay, es wird nichts gesagt. Please schreib einfach mal was rein, gegen wen wir heute spielen sollen. Okay, dann nicht. Ah, geil, danke. Dass das jetzt hier reingeschrieben wurde, mache ich jetzt auch so. Fortuna Düsseldorf gegen Bayern. Sehr witzig eigentlich, weil ich die relativ gerne mag. Also sind jetzt nicht so meine Favorites. Also doch eigentlich schon meine Favorites. Gegen FC Bayern München. Und danke übrigens, dass du hier zuguckst. Was auch immer. Immer hier bei meinem Livestream zuguckt, aber ich finde es halt einfach cool, weil wir hier jetzt Stammzuschauer bekommen, wie es auch geht. Auf diesem Kanal Murillo gegen. Also ich tue mir leid, aber der muss in die Startelf gehen eigentlich. Pledel Botzek sollte auch in die Startelf gehen und tatsächlich Kastenmeier mit nur 70 und der dann halt mit 76. Zimmer gegen Kaman und Botzek und Pledel kriege ich da glaube ich nicht beide unter, doch so Wodka nehmen wir raus und Pripp nehmen wir auch raus. Warte, oder? So Wodka oder? Ist Dings schlechter. Ura, das sagst du nicht. Pripp dann noch ausgewechselt. Genau. Jetzt hier. Also, ich hab die Bayern auf Fortnite-Test und ich hab die Bayern auf Fortnite-Test.
Wir begrüßen Sie herzlich hier in der Düsseldorf Arena. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Begegnung. Ihre beiden Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und ich glaube, das dürfte heute eine richtig interessante Begegnung werden. Fortuna Düsseldorf gegen Bayern München. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht. Ja, okay, das verspricht eine spannende Partie zu werden. Danke. Ja. Warte ganz kurz. Ah, okay, ja. Ja, übrigens, danke für den Kommentar. Spannung. Die Nummer 13, Sepp Steffen. Die Nummer 15. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. Von dem wissen wir ja, wie torgefährlich er ist. Da muss man als Abwehrspieler immer aufpassen, sonst gibt es Probleme. Wie die Bayern in den letzten Jahren aufgetreten sind, das ist schon Wahnsinn, oder? Definitiv. National waren sie so konstant wie vielleicht noch nie davor. Auch in Europa ging es weit, aber der letzte Schritt hat eben wieder gefehlt. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Thomas Müller jetzt. Die Bayern im Vorwärtsgang. Ball fliegt hoch rein. Guter Steilpass. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Auch hier steht der Gold richtig. Er kann den Schuss blocken. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Er hat den Ball. Könnte gefährlich werden. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt. Nicht der Treffer. Torwart hat schon geschlagen. Schwache Aktion. Den muss er machen. Das wird ihn ärgern. Kevin Danzo, Zimmermann, Alfredo Morales. Oh, da ist er durch! Wichtig, das neue Ding. Ja, egal. Warte, ich guck gleich mal hier, ob ich komplett doof gewesen bin. Auf jeden Fall. Scheiße. Ja, ich bin doof, oder? Oh, nein! Ich hab geschrieben versus Chat. Ja, nicht versus Chat entscheiden. Scheiße, Digga. Ja, versus Chat. Da denken jetzt manche, oh mein Gott. In der Elter war die Chance natürlich da. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Da können sie klären. So, rüber, auf die andere Seite. Alfredo Morales. Karaman. Kenan Karaman. Hereingabe in die Mitte. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Da verlieren sie den Ball. Hennings. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Was macht der denn da?
Ecke in den Strafraum. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Buschi, was sagst du zur Rollenverteilung heute? Ja, unter normalen Umständen müssten die Bayern das machen. Aber wir... Vielleicht die Führung jetzt! Er ist zur Stelle, schöne Aktion. Botzek. Klasse gehalten eben, der Ball. Boah, Wahnsinn, nur bleibt beim Unentschieden. Ballverlust Bayern München. Sie holen sich den Ball. Sané. Guter Pass. Mit dem Pass suchen sie Lewandowski. Da passt er auf und kann klären. Gut abgeblockt. Die Chance auf den Konter. Gnabry. Ballbesitz Müller. Und jetzt Müller. Spiel geht weiter. Vorteil für die Bayern. Das Zuspiel kommt jetzt hier für Lewandowski. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. Zu ungefährlich bisher der FC Bayern. Das wird schwierig, so ein Tor zu erzielen. Robert Lewandowski. Macht das ganz sicher. Gut geklärt, das war wichtig. Pavard. Ecke Bayern, gute Chance, hier den Führungstreffer zu machen in dieser Begegnung. Bei Lewandowski geht heute nicht viel zusammen. Zu zögerlich, was er hier heute zeigt, würde ich sagen. Er versucht... Ja, okay, Leute, wir gucken mal, ob irgendwer jetzt hier was im Chat reingeschrieben hat, aber ich bin... Also ich glaube nicht, ich bin der Meinung nicht, naja, ich bin der Meinung nicht, ist jetzt wohl nicht so ganz richtig. Versus Chat, natürlich ganz dumm von mir, aber niemand schreibt das in Chat rein, schade. Ey, ihr hört mich doch. Also, oder ich bin komplett dumm. Aber das glaube ich jetzt nicht. Einfach zu selten zum Abschluss zu kommen. Ecke kommt kurz. Hereingabe. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Der Ball geht an den Pfosten. Was für eine Szene. Ja, auf der Linie mussten sie da klären. War eigentlich ein sicheres Tor, war viel Glück dabei. Karaman. Ball ist jetzt wieder weg. Sané. Da ist die Flanke ins Zentrum. Da geht er runter. Ecke kommt. Kopfballchance, aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch Verdienst der Abwehr. Ja, die sind zur Stelle, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Kevin Danzo. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem... Es ist einfach so aufregend irgendwie, dass niemand was in den Chat reinschreibt. Ich finde es so geil. Vor allem der zweite, der hier irgendwie mal zuguckt, nicht. Einer der beiden war so eine Like-Liste da, aber jetzt hier irgendwas sagen. Nee. Okay. Da war nicht, ganz ehrlich. Oder wünsche ich euch mal andere Games oder so? Wünsche ich euch mal andere Games? Wäre halt mal übrigens. Zentrum. Damit steigen wir ein in die zweite Hälfte. Die Bayern mit dem Anstoß. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Gnabry. Benjamin Pavard. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Der Ball geht auf Müller.
Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Wir schauen nochmal auf den Treffer. Da ist zuerst die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. War so zu erwarten, der FC Bayern führt. Tor für Bayern München, die Nummer 25. Thomas Müller. Goretzka. Ballbesitz Müller. Leon Goretzka. Jetzt ist er durch. Gefährlich, immer noch. Tor für Bayern München. Und die Bayern liegen also mit zwei Treffern in Führung. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Robert Lewandowski. Thomas Müller. Da ist Müller. Ball für Sané. Oh, da ist er durch. Goretzka. Voller Einsatz. Schuss geblockt. Was macht er draus? Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ball, bitte. Lass mich das doch mal ansehen. Das jetzt kommt der Wechsel. Karaman ist eigentlich viel besser. Aber Karaman tut sich gerade scheiße auf. Alter. Ach nee, der. Ey, keine Ahnung. Karaman ist gerade super scheiße, Leute. Ich hätte. Kimmich führt aus. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Den Ball kann er abfangen. Er ist frei, da kann was draus werden. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich, was für eine Parade. Bitte, guck dir an. Nein, guck doch die Ecke kommt rein. Wichtig, dass er da klärt. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Manuel Neuer ist da und verhindert den Gegentreffer. Kein Problem für den Nationaltorhüter. Pledel. David Kownacki. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da war mehr drin. Es gibt Abstoß. Alfonso Davis. Mark Rocca. Bitte nehmen Sie im Block immer Rücksicht auf Ihre Mitmenschen. Denn eine Abspiel war nicht gut. Der Ball über die Linie. Vielen Dank. Und Ballverlust. Tolles Zuspiel. Klasse gespielt. Guter Steilpass. Der ist noch heiß. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Da erobert er den Ball. Vor dem Tor heute nahezu unaufhaltsam. Chancen erarbeiten. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Hennings. Parade Neuer. Immer noch gefährlich. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Jetzt können Sie vielleicht kontern.
Der Ball geht zu Choupo-Moting. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann ist das natürlich klasse gemacht mit ganz viel. Italien, Brügge. Hey, I don't know, ehrlich gesagt. Zenit? Nee, dazu. Okay. Nee, wieso auch nicht? Ey, Digga, ich spiel jetzt einfach mal Borussia Dortmund hier. Die Schulterbagel. Das ist Union Berlin. Leute, was ganz los hier? Habt ihr so schon so oft gesehen, wirklich? Bisschen doof geworden. Oder ich schaue mir auf eine andere Partie, dann breche ich das auch ab. Wirklich. Ihr könnt auf eine andere Partie entscheiden, dann breche ich es ab. Ja, wirklich. Ey, bitte. Bitte, ich kann eine andere Partie spielen. Och, das macht aber so keinen Bock, wenn ihr sowas macht. Bitte, ich kann eine andere Partie spielen. Okay, dann, aber das ergibt doch irgendwie keinen Sinn. Ey, ganz ehrlich, langsam habe ich auch ein bisschen. Nein, egal. Langsam habe ich auch ein bisschen die ganze Folge verloren. Ja, du musst mir hier drin bleiben. Also Montazar, naja, Hazard muss auch nicht, aber in Brand muss gegen Guerrero nicht, aber gegen Reus oder gegen Bellingham, aber dann haben wir hier, okay, doch, aber dann haben wir Hazard nicht in der Startelf. Ja, okay, dann haben wir Hazard nicht in der Startelf, sorry, aber es ist halt jetzt auch nicht so geil gerade. Piszczek. Ach, Piszczek könnte man noch gegen Akanji als kleine Verbesserung bringen. Und macht man auch. Sorry, aber das war nicht so gut. Willkommen hier im Signal Iduna Park. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch das heutige Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen Union Berlin. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Roman Bürki steht im Tor. Mats Hummels spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Marco Reus steht zusammen mit Axel Witzel im Zentrum. Und sie beginnen das Spiel mit zwei Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren.
Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Kurzer Blick noch auf die Formation. Sie versuchen es heute in einem 5-2-3. Ein sehr flexibles System. Wenn Sie das gut hinbekommen, dann funktioniert das offensiv wie defensiv. Also das wird interessant. Kann losgehen. Die Dortmunder Borussia eröffnet das Spiel. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Oh, viel Platz jetzt. Da haben sie das Tor. Und es fällt nach diesem unglaublichen Pressing. Sie stehen extrem hoch. Sie gehen drauf. Zeigen wieder mal ihr ganzes Können. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Grisha Prömel. Und damit sind sie am Ball. Stark gemacht, das könnte was werden. Und da zeigt er seine ganze Klasse, kommt raus und pflückt dem Angreifer den Ball vom Fuß. Perfekt getimt, diese Aktion. Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Jadon Sancho. Jetzt Meunier. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Und es geht mit Abstoß weiter. Trimmel. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Jadon Sancho. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Geht er jetzt weite Wege, will den Ball. Super Zweikampf, den Ball hat er. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Erling Haaland. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Gutes Timing, guter Einsatz. Da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Jadon Sancho. Oh, da geht er vorbei. Gut geklärt, das war wichtig. Gefährlich jetzt. Die Möglichkeit. Super dazwischen gegangen. Robin Knoche. Erling Haaland. Da ist er alleine durch. Jadon Sancho. Nein, kein Tor. Das war zu schwach. Und das war eine Riesenchance. Da hatten ja eigentlich alle schon den Torschrei auf den Lippen. Robin Knoche. Ein Pass mit viel Auge. Jetzt Marco Reus. Klärt den Seiten aus, wird natürlich Einwurf geben jetzt. Erling Haaland. Und damit ist der Ball weg. Ball soll zu Kruse. Da passt er auf und hat den Ball. Das ist Freistoß für Dortmund.
Marco Reus. Defensiv machen sie es gut. Da kommt der Pass auf außen. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. So ist dieses Tor entstanden. Zunächst kommt die Flanke, dann lässt er den Ball noch mal kurz aufprallen, zieht nicht sofort ab, nimmt sich alle Zeit der Welt, die er auch hat, und macht das Ding. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1-1. Jetzt vielleicht die Flanke. Das wird Abschluss geben jetzt. Der ist so schlecht. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Marco Reus. Bei der Ballbesitzstatistik erkennen wir bislang klare Vorteile für Borussia Dortmund. Aber sie machen einfach zu wenig draus. Nur unentschieden, das kann ihnen nicht gefallen. Da kommt die Flanke. Gentner. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Grischa Prömel. Klasse gemacht von Kruse. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Das hätte nicht passieren sollen. Borussia Dortmund jetzt im Rückstand. Jetzt der Vorstoß. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2-1 der Pausenstand. Er kann heute... Durchgang 2 hat begonnen. Guerrero. Die kurze Variante jetzt. Emre Can. Der Ball im eigenen 16er. Jadon Sancho. Erling Haaland! Und mit diesem Treffer ist Borussia Dortmund wieder drin in diesem Spiel. Ausgleich. Sehr gut gemacht. Den schießt er präzise in die untere Ecke. Und da gab es dann auch nichts zu halten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Es ist ein enges Spiel und das drückt jetzt auch der aktuelle Spielstand aus. Stark gearbeitet hier. Der Ballverlust. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Chance zur Flanke jetzt. Flanke an den kurzen Pfosten. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Ballverlust Dortmund. Sie kommen jetzt über außen. Flanke kommt nicht durch. Und jetzt gibt es eine Ecke. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Die Ecke kommt.
Oh, kein Tor, was für Kopfball. Er hätte ein Tor verdient gehabt, aber wir sehen es, der Ball geht am Ende knapp daneben. Piszczek. Brandt. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Gute Chance für eine Flanke. Die Reingabe kommt an den langen Pfosten. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Ecke kommt von Guerrero. Dortmund verliert den Ball. So, weit hinten kennen wir ihn eigentlich gar nicht. Ungewohntes Bild. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Vorbei an Hummels. Geht dazwischen und hat den Ball. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Ball kommt weit. An den Pfosten. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Sie wollen den Führungstreffer. Das ist nicht zu. Sorry. Sorry. Entschuldigung, dass ich hier kurz den Stream pausieren musste.
Übersehen. Hier hat es noch nicht geklappt. Das Aluminium ist im Weg. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Roman Andrich. Was für eine Technik. Mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Nochmal dieser Treffer, da ist die Flanke und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenig nutzt er und macht das sensationell. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf, in wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Und Kruse. Klasse Aktion da. Guter Steilpass. Super Gar von Böki. Dann sind natürlich eine exzellente Chance aus kürzester Entfernung. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Jetzt die Ecke. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Ah, da müssen Sie aufpassen. Das war alles andere als ein guter Abschlag. Nicht das Tor, weiter nur ein Torführung. Das kann Ihnen nicht gefallen. Nee, Sie ärgern sich auch. Ja, den mussten Sie machen. Dann haben sie hier alles im Griff, aber so ist Zittern angesagt. Dortmund muss im Signal Iduna Park noch einiges tun, um dieses Ergebnis hier gerade zu biegen. Aber die Fans, das hört man, die glauben noch dran. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Abgefangen, gut gemacht. Zuspiel geht hier ins Aus, es gibt Einwurf. Brandt. Es wird Freistoß für Dortmund geben. Wechsel der Union Berlin. Was für ein spannendes Spiel. Auch wenige Minuten vor dem Ende ist das Ergebnis völlig offen. Am langen Pfosten lauert Reus. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Wir schauen auf die Uhr. 5 Minuten sind es hier noch. Gut und fair das Tackling. Foul gepfiffen, Freistoß für die Borussia. Sorry, ich muss jetzt mal ganz... Was wollen die uns zur Fahrt nehmen? Was war das für ein Tackling jetzt? Da, und dann geht er da so komplett rein und schweißt ihn um. Junge, hä, oha, was ist denn wie unter? Ballverlust Dortmund. Stark gemacht, das könnte was werden. Szene geht weiter. Und Tor! Da kommt er rein und macht... Ich spiel jetzt. Keine Ahnung. Ich schreib mal rein, wenn ich spielen soll jetzt. Das macht doch keinen Bock hier. Das macht doch einfach keinen Bock hier. Habe ich hier auch noch irgendwelche Zuschauer hier? Nee, wa? Doch. Mann, ich verstehe das nicht. Das ist ja so Schrott.
Leute. Leute, komm, wir gehen auf jeden Fall nochmal auf Reise gegen die TSG am Start hier heute. Danke. Einstellung, warte. Schwierigkeitsgrad, Halbprofi, Profi. Auf was war das dann? Oha, voll geil. Alol, die hatten. Um 19 Uhr sagen wir es mal. Ja. Woi! Ich kann es mal bitte machen. Keine Ahnung. Plattlat und Dirosion und Piontic. Oh, da sind auf jeden Fall einige Erinnerungen mit dabei. Beckerik, Boyetta hat zwar. Sande oder so ähnlich heißt der. Die Plattenart. Askasiba. Piontic. Und da ist er mit dabei, Piontic. Gegen Matthäus Kulia auf jeden Fall auf der Startbühne. Askasiba. Auf jeden Fall da auch in der Startelf. Dirosun, glaube ich, noch nicht in der Startelf. Lilgam kam 66 nur. Oha, geil. Piontic. Gegen, keine Ahnung. Okay, Cordoba noch mit dabei. Oha, ja, Digga, Lilgam kam so geil. Ja, ich hätte ihn einfach eingewechselt, aber wenn er so schlecht ist, dann weiß ich auch nicht. Egal, ich will jetzt diesen komischen Italiener oder was das da ist. Will ich jetzt als Kapitän kommen. Ey, hier komm! Ganz herzlich willkommen im Mercedes-Benz Stadium, dem Austragungsort unserer heutigen Partie. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir ist der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Hertha BSC gegen 1899 Hoffenheim. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Dodi Luque Bacchio. Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Cordoba, so wünschen wir uns
ist das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach ab... Peng. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Kramaric. Er zeigt den Vorteil an, sie können weiterspielen. Sehr gut aufgepasst. Und da ist der Ball wieder weg. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Dennis Geiger. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. John Córdoba. Jetzt ist er durch. Phänomenal. Ohne Worte. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding, ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. 2-0 steht es hier, sie machen einen guten Eindruck. Dennis Geiger. Sie verlieren den Ball. Dodi Luke Bacchio. Córdoba! Chance lebt noch! Dennis Geiger. Florian Grillitsch. Der Ballverlust. Da ist er da! Er steht gut und holt sich den Ball. Dennis Geiger. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Schuss zum Anschlusstreffer. Da war mehr drin, aber der Abschluss war nicht gut genug. Córdoba. Ja, klasse Pass. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Den Kopfball kann er ganz einfach halten. Da fehlte die Power, eine leichte Nummer. Da haben sie jetzt den Ball. Dennis Geiger. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Wenn Sie bei unserer Nachwuchsarbeit tatkräftig mithelfen wollen, freuen wir uns jederzeit über eine Ballspende an die Jugend. Infos gibt's bei der Ordnung und auf der Geschäftsstelle. Jetzt in der Anspielstation. Und den Ball hält er problemlos. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Jetzt eine Chance. Da ist er vorbei. Da muss er energischer hingehen.